Hallo und herzlich willkommen zu Horizon Forbidden West. So, und eigentlich wollte ich ausgemacht haben, aber jetzt bin ich neugierig, ne? So. So, da wolltest du rüberfliegen. Okay. Da war ich beim letzten Mal, ne? Kletter mal hier hoch. Ach so, da. Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Aha. Ich sollte rübergleiten können. Ja. Springe und halte X Quadrat gedrückt. Hier war auch nichts mehr, ne? Ich muss einfach der Vollständigkeit halber, muss ich mal hier Lucky machen. Aber richtig, also diese Anlagen, ich finde sie einfach nur so super. Schon im Vorgänger waren die. Was ist darin? Keine Ahnung. Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole denn? Keine Ahnung. Da sind Daten. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. Hier, Trev. Ich habe ein paar alte Dateien vom Projekt Gespinstsklave ausgegraben. Noch aus der Zeit vor Hades. Ted ist nicht annähernd so gründlich, wie er glaubt. Was hatten seine kleinen Trottel hier am Laufen? Hui. Und dann haben sie auch noch ein paar fiese Sachen von Ramses Projekt reingepackt. Da ist natürlich der Moldavian Brain Hack. Aber auch neue kleine Teufel wie der allwissende MIMR und mein persönlicher Liebling Sovereign 7482. Das ist mal ein Spitzenprädator. Die Kontrolle über die TDO-Bots übernehmen und sie mit Haushaltsgegenständen bewaffnen. Danach räumt keiner mehr auf. Ich muss zugeben, die hätte ich gerne frei rumlaufen gesehen, damit sie noch was erleben, bevor die Lichter ausgehen. Aber ich werde der Versuchung nicht nachgeben. Das kommt wohl davon, wenn man mit Lizzie abhängt. Oder vielleicht will ich auch meinen Elysium-Deal nicht aufs Spiel setzen. Von Travis Tate. Mhm. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor Zero Dawn übernahm. Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trev? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Fast Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trev mitbringe. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärmfilter kaputt. Geht's dir gut? Geht schon. Ich habe hier einen persönlichen Filter. Siehst du? Ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text? Der alles transkribiert, was ich sage? Gut. Während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben? Na also, das war's schon? Cool. Danke, Hank. Gut gemacht. Sicherheit? Hank Shaw steht zur Abholung bereit. Oh, er atmet noch. Vielleicht bringt ihr aber eine Schaufel mit. Puh. Vielleicht findet mein Fokus etwas, das ich übersehen habe. Hm.
7482 ist das nicht, oder? Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Na, also. Echt? Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Far Zenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen! Ich hatte nichts damit zu tun. Und du hast die Verantwortlichen bestraft. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden nochmal vor. Leb wohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Elizabeth hörte sich am Ende traurig an. Ich glaube, das war was Persönliches. Allerdings. Ah, da. Toll. Fuck, und ich habe die Leiter nicht rausgehauen. Das ist ärgerlich. Das ist komplett ärgerlich. Pikowski. Dann hau jetzt mal bitte die Leiter raus. Danke sehr. So, ich möchte jetzt aber, dass du nach... Na gut. Millerte, Hauptsache du machst, was ich von dir will. Wo müssen wir jetzt?
Okay, das war das überflutete Labyrinth. Identity-Scan wird durchgeführt. Ast rein. Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Einsiedlerspinne? Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Es gibt hier Daten. Es sieht gruselig aus. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay, diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Echt? Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Wie entklemm ich denn? Ich muss das Kabel von der Kopplung des Arms lösen. Da. Vielleicht kann ich auf die Kopplung am Arm schießen. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Kapsel. Hab eins. Zwei sogar. Ich hab mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten. Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du.
Gaia ist neu geboren. Daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobeck, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Warum? Belausch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind, diese Luke, da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. What? Vielversprechend. Petra? Noch ein Klon. Haben wir es? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta! Wer sind denn die? Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. In VR töte ich ständig. Schön. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht... Das bekommt kein Holo hin. Plapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Du brauchst das. Du willst das. Oh. Ich hab kurz mal vergessen, wie man kämpft. Leck mich an den Arsch. Ich kann nichts ausrichten. Was will der? Ich muss hier irgendwie raus. Ich muss den Prozessor runterholen. Mit der Konsole kann ich ihn weiter abschalten. Was kannst du mit der Konsole? Benutz die Konsole. Gott, benutzen wir die Konsole. Ey! Junge!
Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Okay. Ich geb nicht auf. Soll das seine Waffe sein? Komm her. Du hättest fliehen sollen, Mäuschen. So. Jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Alter. Schüssi. Das wird dir nicht helfen, Kleine. Junge, bleib doch mal entspannt. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier tun soll. Eine weniger. Na also. Na los! Schieß auf mich! Nicht da drauf! Nee, kein Bock. Hör doch auf! Hör doch! Alter, hör auf! Bitte! Du machst mir Angst. Und nun? Der schießt schon wieder. Ja. Was ist denn los mit dir? Ich kann nicht ausrichten. Ja. Was? Was bist du? Da. Bringt nichts, Aloy. Na komm. Los, komm schon. Oh, ich muss den Hauptmann schaffen. Ey. Junge, Junge, Junge. Bleib entspannt. Verdrahtet von Kopplung gehalten. Ich muss alle anderen. Bin da. Brauchst du ein größeres Ziel? Du hast Mumm, Kleine. Jetzt leg mir. Dann zeig's mir. Oh. Ey. Du bist aber echt schwerfällig in dem Teil. Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen. Da sind noch zwei Kopplungen am Draht. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Hau ab jetzt, Junge. Scheiße. Nur noch eine. Mhm. Ich werde zusehen, wie dein Leben verlischt. Zeig's mir. Mann. Wenn es abstürzt. Dich umbringen? Weshalb dir den ganzen Spaß allein zu gönnen? Verflucht! Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Keine Ahnung. Tolle Wurst.
Ja, ich weiß. Ich habe nur keine Ahnung, wohin, Schätzchen. Wenig Sauerstoff, ja, ja. Vielleicht West. Vielleicht geht's da unten runter. Muss ich hier suchen? Komm. Wo muss ich hin? Ich habe doch keinen Plan. Ich sehe auch nichts. Hier war ich ja gerade, ne? Toll, hier ist auch nichts. Ja, ja, wenig Sauerstoff. Ich weiß. Ja, wir sterben. Toll. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Das geht mir jetzt gerade auf den Keks. Mietfertigkeiten, kannst du deine Fertigkeiten verbessern? Die Fertigkeiten an sich findest du. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Tja. Das ist der einzige, den ich kriege. Bedienfeld. Was ist das? Man taucht auf! Noch mehr Phantome. Ich bleib. Er ist hier. Kommst du hier raus? Noch mehr Phantome. Ich bleibe lieber unentdeckt. So. Diese
Alter. Du musst schnell schwimmen. Wohin? Dahin. Ich bin nicht gekommen. Mann, 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 Mann. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Tja. Findest du? Ist ja nicht nur, dass du dich hier nicht auskennst, bist dann auch noch von so Viechern gejagt. Ja, und jetzt? Ich will da reinhüpfen, oder? Na, da ist 21. Entzünde den Feuerglimmer, alles klar. Perfekt. Uiuiui. Das tat weh. Rost? Rost. Nee. Das war... Schon gut. Ich bin hier. Ich muss. Hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir.
Dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Gravesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Aber sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger. Ärger haben die Utaro überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nichts wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Ja, das hast du davon. Re und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung.
Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, so. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen.
Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht wird das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? Mhm. In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Ja. Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wenn du jetzt wieder wegläufst, ne, beschwer dich nie wieder über Silence. Wer sind die? Alles verheilt. Gut, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich habe schon wieder Angst gehabt, dass das wieder so eine Mammutfolge wird. Aber wir haben noch 4 Minuten überzogen. Von daher, alles gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.